Hallo, ich bin Celine von Barcelona Museum und heute ist Freitag, der 13.2020. Gestern hat die Sagrada Familia die Schließung auf ihrer Website veröffentlicht für wahrscheinlich 4 Wochen, also unbestimmte Zeit, einfach wegen des Coronavirus zur Sicherheit für die Bevölkerung, für die Touristen, für die Mitarbeiter. Und hinter mir seht ihr zum einen eine Stadtführung, die nach wie vor noch stattfinden, aber auch, dass die beiden Türen geschlossen sind. Wir gehen gleich noch näher ran, aber von hier wird schon deutlich, die Sagrada Familia hat tatsächlich den Besuch eingestellt und auf unbestimmte Zeit. Wir werden mal schauen, wie lange es dauern wird und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ich stehe jetzt direkt vor der Sagrada Familia, die Tore sind zu, nichts los, so verlassen war es da bestimmt schon lange nicht mehr. Ja, also es ist tatsächlich alles zu, Ticketverkauf wurde eingestellt und wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht. Auch auf der Straße ist nicht los. Hier stehen normalerweise ganz, ganz viele Schaulustige und machen Fotos. Aber es sind jetzt nur vereinzelte mit mir hier. Hier sind wir auf der Passionsfassadenseite, wo die Kasse ist. Auch hier alles zu. Ja, jetzt habe ich euch mitgenommen und wir haben uns die Sagrada angeschaut. Ihr wart jetzt quasi live dabei. Es ist tatsächlich so, alles ist zu. Wir gucken jetzt mal, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Es werden noch andere Sehenswürdigkeiten schließen, das ist sicher. Camp Nou ist auch schon zu. Und ich gehe jetzt heute noch mal ins Büro. Und ansonsten ist Homeoffice angesagt, ne? Also, macht's gut, Leute. Küsschen. Ja.